Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute schauen wir uns die Zusammenfassung meines Lesemonats November an, in dem ich 34 Bücher beenden konnte. Das ist gleichzeitig das 8. Türchen meines Adventskalenders hinter buchigen Türen. Ja, der November ist vorbei, mein Lesemonat ist schon veröffentlicht, schau da super gerne vorbei, falls du mehr zu den Büchern wissen möchtest. Ich mache dann ja immer noch eine Zusammenfassung, einfach weil ich das aufgrund der Anzahl der Bücher nicht noch in das Lesemonatsvideo integrieren kann. Und hier besprechen wir eben solche Dinge wie Lowlights, Empfehlungen, was noch so gelaufen ist, sei es Abbrüche und ähnliches, wie viele Seiten und, also alles rundherum plus Learnings, was ich eigentlich tatsächlich immer am wichtigsten finde, weil es wirklich nicht schaden kann, sich monatlich oder auch über einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie auffällig einem irgendwas ins Auge sticht und je nachdem, wie viele Bücher man so beendet, kann es einfach nicht schaden, mal zu gucken, okay, was konnte ich vielleicht für mich mitnehmen? Oder wie gesagt, was ist mir aufgefallen? Und vielleicht kann ich das mit dir teilen. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, mach das super gerne, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst und lass mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du keine Videos mehr. Zum Beispiel nicht, wenn nachher mein Neuzugänge-Video online kommt, was wieder etwas ausführlicher sein wird. Ja! Glorreich, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall würde ich mich darüber sehr freuen, doch wir starten jetzt. Wie ich schon gesagt habe, konnte ich 34 Bücher beenden. Die haben sich aufgeteilt auf 20 gelesene und 14 gehörte Bücher. Dabei sind die gelesenen Seiten bei 7277 und die gehörten Stunden bei 173. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass man bei den gelesenen Seiten sieht, was ich glaube ich auch gesagt habe beim Lesemonat, dass ich überwiegend dünne Bücher gelesen habe. Und das stimmt auch. Gleichzeitig sieht man eben auch, dass der Hörbuchanteil höher ist und die Hörbuchzeit teilweise wirklich deutlich höher. Also ich habe zum Beispiel ein Hörbuch mit 18 Stunden gehört und eins mit 20, was schon für meine Verhältnisse relativ hoch ist, da die meisten sonst immer so bei, keine Ahnung, 12 liegen. Also von daher, das auf jeden Fall dazu finde ich sehr spannend zu sehen. Die Durchschnittsbewertung liegt bei 3,44 Sternen. Ich dachte irgendwie, es wäre besser. Also als ich mir das so aufgeschrieben habe, dachte ich irgendwie, es wäre besser. Wenn du übrigens wissen möchtest, wie ich die Bücher sternemäßig eingeordnet habe, dann schau gerne mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort müsste heute ein Reel online gekommen sein oder noch kommen. Ich werde dir das auf jeden Fall unten verlinken, das Reel, sobald es online ist. Und dann kannst du da einmal vorbeischauen, wenn es dich denn interessiert. Ja, aber insgesamt war ich tatsächlich relativ zufrieden, denn es gab tatsächlich mehrere 5-Sterne-Bücher, was schon länger her ist. Und es war auch so, dass ich beziehungsweise die schlechteste Bewertung habe ich 3-mal vergeben mit 2,5 Sternen. Das finde ich absolut solide, wirklich absolut solide. Denn ich habe ja letztens ein Video gemacht zum Thema Bewerten. Ich werde es dir oben verlinken. Und da wirst du, wenn du es dir angeguckt hast, gemerkt haben, dass 2,5 Sterne bei mir tatsächlich gar nicht mal so schlecht sind. Also eigentlich super solide, wenn man es genau nimmt. Es hätte also deutlich schlimmer kommen können. So viel dazu. Wir schauen uns gleich noch genauer an, welche Bücher ich zu den 5 Sternen zählen würde und eben zu den 2,5 Sternen. Aber wir machen erstmal weiter. Ich habe ein Rezensionsexemplar gelesen. Ich habe insgesamt 9 Buddy Reads gehabt mit 5 verschiedenen Personen. Heißt, manche kamen öfter vor und wir hatten häufiger das Vergnügen. Und Abbrüche, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe abgebrochen 2, 3 Bücher, aber ich habe keine Ahnung, welche das sind, weil ich habe die direkt aussortiert und ich bin die auch schon losgeworden. Deswegen, ich weiß es nicht mehr. Es gab, glaube ich, Bücher, aber ich könnte dir jetzt überhaupt keine Titel nennen, die mir jetzt gerade einfallen. Mein Leseziel habe ich ja schon erreicht, also darauf brauchen wir nicht mehr einzugehen. Das lag ja zunächst bei 200 und habe ich dann auf 300 hochgesetzt. Das habe ich im Oktober geschafft. Ja. Bei der Leseliste, da zeige ich dir ja sonst immer am Ende eigentlich nochmal alle Bücher und sage, ob ich sie geschafft habe oder nicht. Aber, falls du dich daran erinnerst, war die letzte Leseliste ja etwas ausführlicher. Da habe ich dir ja mal alle Bücher gezeigt, die da so draufstehen. Auch das Video kann ich dir oben verlinken, denn dann kannst du abgleichen, was ich geschafft habe und was nicht. Ich würde schätzen, dass ich so 60% in etwa von meiner Leseliste geschafft habe.
Ja, ich glaube, das könnte hinkommen. Ich weiß es gerade nicht genau, aber ich würde schätzen, 60% sind da schon realistisch, vielleicht 60-70%. Wie gesagt, schau beim Video vorbei, wenn dich dann Näheres interessiert, was da noch alles on top drauf war. Aber ich muss halt auch sagen, ich hatte ja auch ein paar Leserunden und dazu habe ich dann auf jeden Fall auch ein Learning später für dich, weil, ja, die waren ja auch auf meiner Leseliste drauf und es lief nicht so gut wie im Monat davor. Ansonsten, die 5-zu-1-Regel, dazu brauche ich mich gar nicht zu äußern. Du wirst später eben die Neuzugänge sehen, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und da ist auch ein Mysterium aufgetreten, über das ich mit dir auch später noch sprechen werde. Und ansonsten, Rache des Sub, da habe ich endlich, das ist dann ein Erfolgserlebnis, Rule of Wolves beendet, nachdem das ja wirklich länger mitgezogen ist. Ich weiß nicht, warum ich mich damit so schwer getan habe, aber ich habe es endlich geschafft. Sehr gut, es hat mir auch an sich sehr gut gefallen. Und ansonsten fremdsprachige Bücher habe ich 3 gelesen, und zwar 3 Klassiker in der Puffin-Scholz-Edition. Ich zeige sie dir kurz, weil sie hier liegen. Und zwar einmal Pippi Longstocking, The Wizard of Oz und Peter Pan. Ja, die 3 habe ich gelesen auf Englisch in dieser, wie gesagt, hübschen Version. Die sind auch super günstig, falls du Interesse an den Büchern hast. Und sonst Ratgeber Persönlichkeitsentwicklungsbücher leider schon wieder nicht. Das ist wirklich so ein Ding, was ich nächstes Jahr angehen möchte, weil ich finde es super schade. Und Subabbau, ja, was soll ich sagen? Subabbau, ich hatte, glaube ich, irgendwas knapp über 100 am Anfang des Monats, wenn ich mich nicht irre, oder am Ende des letzten Monats, und habe es geschafft, auf 89 zu reduzieren, was für mein Kaufverhalten halt krass ist. Und wie gesagt, dazu komme ich nachher bei meinem zweiten Video heute, weil es hat sich ein schwarzes Loch aufgetan. Also zu meinen Gunsten, aber ich finde es dann noch ein bisschen merkwürdig. Und die 22 für 2022 habe ich im November jetzt beendet mit dem Beenden von Dauern des Geheimbaumes. Ja. Mit diesem Buch habe ich es dann geschafft. Und ich würde sagen, wir machen jetzt aber direkt weiter mit den Lowlights und den Highlights. Und dann kommen wir zu den Learnings. Und dann ist dieses Video diesmal auch etwas kürzer. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, wie es bei dir gelaufen ist. Wenn du die Zahlen hast, meinetwegen gerne komplett. Sonst auf jeden Fall, was mich super interessieren würde, ein Highlight von dir oder ein Buch, was dir super gut gefallen hat, von dem du sagst, doch, das fand ich richtig gelungen und das möchte ich vielleicht mir empfehlen, also du mir oder auch allen anderen, die die Kommentare lesen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, denn Inspiration, finde ich, kann nie schaden. Und dafür sind wir doch im Austausch hier. Meine ausführliche Meinung zu den Lowlights, mit denen wir jetzt starten, findest du im Lesemonat. Da sind auch Timestamps drin, heißt, du kannst dich da einfach durchklicken, wenn dich nur die zum Beispiel interessieren. Und wir starten mit dem Buch, für das ich, glaube ich, am meisten bzw. am längsten gebraucht habe im Monat, im Lesemonat, weil ich mich so aufgeregt habe bzw. es mich einfach so enttäuscht hat. Und zwar Dark Ivy. Was soll ich sagen? Wie gesagt, 2,5 Sterne ist jetzt nicht super schlecht, aber ich war halt leider unterm Strich sehr enttäuscht und finde es super, super schade, denn ich habe gewettet, ich hätte Wetten darauf abgeschlossen, dass dieses Buch 4,5 bis 5 Sterne abrasiert, aber leider für mich überhaupt gar nicht, finde ich super, super schade. Aber es gibt ja genug Leute, denen das Buch gefallen hat. Ansonsten, ach so, vielleicht noch kurz einmal hier der Vollständigkeit halber, warum nicht? Ganz kurz zusammengefasst, ich mochte das Buch nicht, weil es sich für mich viel zu lang gezogen hat. Es ist nichts passiert, Szenen haben sich wiederholt. Außerdem habe ich die Annäherung gar nicht verstanden, weil mir schon grundlegend die Begründung gefehlt hat, was die beiden jetzt so toll aneinander finden, weil irgendwie gab es da nichts. Dann hat mir die Protagonistin etwas zu viel rumgeheult und zu guter Letzt war das Ende einfach sehr unlogisch. Also für mich hat sich nicht erschlossen, warum dieses Ende in der Form irgendwie Sinn ergeben sollte. Also weiß ich nicht, finde ich einfach komisch. Dann kommen wir zum zweiten Buch und zwar 10 Wahrheiten und ein Happy End. Ebenfalls leider eine Enttäuschung, denn das andere Buch, nämlich, wie heißt es jetzt, 10 Blind Dates für die große Liebe, eine absolute Empfehlung von mir, das kann ich dir vor allen Dingen als Weihnachtsbuch sehr ans Herz legen. Schau auf jeden Fall sonst mal bei dem Video vorbei, was ich dir oben verlinke, denn da habe ich ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Aber diesem Buch fehlt es an allem, was das andere Buch hatte. Es fehlte der Vibe, es fehlte einfach natürlich auch die winterliche Stimmung, denn das Cover suggeriert schon ein bisschen was anderes. Und insgesamt konnte es mich leider gar nicht überzeugen. Und das war sehr schade, denn die Ausgangslage fand ich tatsächlich sehr cool. Also von daher leider ein Satz mit X bei diesem Buch. Und zu guter Letzt eine Enttäuschung, die allerdings 3 Sterne bekommen hat. Bleib bei mir, Sam. Was soll ich dazu sagen? Also, die Idee
krasses Potenzial. Es hätte herzerwärmend sein können. Es hätte dafür sorgen können, dass ich Tränen in den Augen habe. Aber das war es leider nicht. Es hat einfach überhaupt nicht gefunkt, denn das Buch an sich ist einfach nicht emotional geschrieben. Und ich glaube, wie gesagt, dass viele Leute es als emotional wahrnehmen, weil sie sich vorstellen, sie wären in derselben Situation. Aber so funktioniert es nicht. Weil letztendlich muss der Autor ja diese Emotion in mir vorrufen und nicht ich aus mir selber. Also dafür brauche ich dann ja kein Buch, sondern dann stelle ich mir eine traurige Szene vor und dann fange ich an zu weinen oder so. Also das fand ich extrem schade. Die Protagonistin war ganz unangenehm, weil sie super egozentrisch war. Dann gab es Rückblicke, die irgendwie keinen Sinn ergeben haben und tendenziell gestört haben. Und die Auflösung war ein Witz. Ich habe dir im Lesemonat auch gespoilert. Also das musst du dir nicht angucken, aber du kannst es, wenn du möchtest. Warum das ein Witz war, aber die Auflösung war einfach ein Witz, der leider nicht lustig war. Ja, dementsprechend diese drei Bücher, leider Lowlights von mir. Und dann kommen wir aber zu den Empfehlungen. Und da habe ich zum Glück dieses Mal auch einige für dich dabei. Und zwar starten wir direkt mit einer Reihe. Und zwar die Reihe um den... So rum? Nein. War doch richtig rum. Die Reihe um den Weihnachtsaurus. Band 1 bis 3. Wenn du Lust hast auf Kinderbücher, Kinder hast oder wie auch immer... Oder Lust auf ein gutes Weihnachtsfeeling, dann schau dir diese Bücher mal näher an. Ich kann sie dir wirklich nur empfehlen. Sie sind einfach zuckersüß. Man kann sie schnell lesen, man kann sie aber auch super krass genießen und in die Länge ziehen. Und von daher kann ich sie dir nur empfehlen. Außerdem haben wir dann ein Buch, was in eine andere Richtung geht. Und zwar Der Buchspazierer. Es geht eigentlich um die Liebe zu Büchern. Und ich meine, was gibt es denn Schöneres für Bücherwürmer? Es ist mal etwas anderes. Es hat auch ernste Themen mit drin. Und hat mir einfach gut gefallen, zumal es eben was anderes ist. Und ich liebe das. Ich liebe dieses andere und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt haben wir dann ein Buch, was ich in der Leserunde gelesen habe, und zwar Time to Love. Auch dieses Buch ist sehr, sehr süß. Es ist mal eine andere Ausgangslage und ich mag einfach, wie Beth O'Leary diese Geschichte erzählt. Also von daher diese 5 Bücher, aber du kannst natürlich auch erstmal mit dem ersten Band von Weihnachtsaurus anfangen, kann ich dir sehr ans Herz legen und dir nur wärmstens empfehlen. Je nachdem, auf welches Genre du Bock hast, denn wir sind hier ja in 3 verschiedenen Genres unterwegs. Und vom Thema Genres, wo ich das gerade schon angesprochen habe, kann ich nur sagen, ein Learning bzw. eine Beobachtung, die ich bei meinem Lesemonat November gemacht habe, ist, wie genrevielfältig ich gelesen habe. Ich finde das unfassbar krass eigentlich, wenn man sich das mal genauer anguckt, denn ich hatte ein Jugendbuch dabei. Ich hatte, also mit Bleib bei mir, Sam. Ich hatte einen Klassiker dabei mit Die Physiker. Ich hatte Romance dabei mit zum Beispiel Time to Love. Ich hatte New Adult dabei mit Sounds of Silence. Ich hatte Kinderbücher dabei mit dem Weihnachtsaurus. Ich hatte einen Thriller mit The Girl Before. Ich hatte Krimis mit den 2 Bänden von Julia Doran. Ich hatte Fantasy mit Der Orden des Geheimen Baumes, Rule of Wolves und ähnlichem. Was hatte ich noch dabei? Weihnachtsbücher, wenn wir das als Extra-Genre zählen, sonst eben als Untergenre. Also zähl es halb mit, je nachdem, ob du es machen würdest oder nicht. Und ja, ich glaube, das war es auch tatsächlich schon. Aber ich meine, das ist halt schon krass, irgendwie in einem Monat so viele verschiedene Genres dabei zu haben. Und ich fand das sehr, sehr spannend, denn dadurch hat man halt nochmal eine ganz, ganz andere Abwechslung. Und ich bin ja auch tendenziell jemand, der eher selten zu neuen Genres greift, denn bei mir ist es häufig so, dass ich es mir zwar vornehme und wünschen würde, dann aber doch, egal wie meine Leselisten aussehen, ich einfach immer wieder zu den altbekannten Genres und Büchern greife. Und von daher finde ich das ziemlich, ziemlich cool, dass es diesmal so funktioniert hat. Und außerdem war es so, dass ich ja Leserunden veranstaltet habe, 8 an der Zahl, und ich habe einfach nur die Hälfte geschafft. Und das ist irgendwie ziemlich traurig. Nicht schlimm, aber irgendwie traurig. Und ich habe aber auch festgestellt, woran das liegt. Denn alle 8 Leserunden, beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht, 7 von 8 Leserunden, waren mit Büchern, die nicht auf meinem Sub sind. Sondern das waren Bücher, auf die ich einfach Lust hatte und bei denen ich mir einfach dachte, hey, komm, ich lese die jetzt mal oder höre die in einer Runde. Und ja, dann kam es halt ein bisschen anders. Denn dann war es so, dass ich mit einer anderen Buchbloggerin eine Wette hatte. Und zwar wollten wir in einer Woche, beziehungsweise sie hat damit angefangen, und zwar haben wir dann gewettet, wer es schafft, am Ende den geringeren Sub zu haben. Bei mir war es so, dass ich den Vorteil hatte, dass ich viel lese, und bei ihr war der Vorteil, dass sie halt wenig kauft, und das war dann sozusagen der Gegensatz. Und es waren einfach bei ihr 100% für sie und bei mir waren 43% für sie. Heißt, es waren 143% zu 57. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Dementsprechend habe ich natürlich mich mehr auf meinen Sub fokussiert als auf alles andere, die Leserunden schleifen lassen und am Ende mit einem, ich glaube, 97 zu 103 oder 104
gewonnen. Ja, da wurde ich ein bisschen getriggert, du merkst es vielleicht. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Und auch da, falls du jetzt falsche Rückschlüsse ziehst, nein, ich habe mich nicht gestresst, sondern ich habe einfach mir nur noch ein Ticken mehr Zeit genommen und noch ein paar Zeitfenster freigeschaufelt, um mehr zu lesen und um sie dann zu schlagen. Ja, so viel dazu. Und ansonsten habe ich noch festgestellt, beziehungsweise musste ich traurigerweise feststellen, dass die meisten Weihnachtsbücher, denn ich hatte ja irgendwie dieses Jahr 30 oder so vor mir, nicht das sind, was ich mir erhofft habe. Denn ich habe ja zwei Bücher gelesen im November von den Weihnachtsbüchern, also zumindest zwei von diesen hauptsächlichen Weihnachtsbüchern mit den Winterzaubern in Mayfair und Paris. Und irgendwie war das bisher alles enttäuschend. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber alle Bücher, die ich bisher hatte und bei denen ich mir erhofft habe, dass sie mir so ein richtiges Weihnachts-Winter-Feeling geben, waren eher so, Also die waren einfach eher so, dass ich mir dachte, nee, sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil häufig war es einfach nicht so, dass irgendwie dieses Feeling gut rübergekommen ist und ich mich so wohlgefühlt habe. Bei Paris noch eher als bei Mayfair, aber irgendwie, Nee. Ich muss mich mal auf die Suche machen nach diesen richtigen Weihnachtsbüchern, die wie Weihnachtsfilme so ein richtig geiles Feeling rüberbringen, damit ich sie dir auch dann empfehlen kann. Das war es auf jeden Fall jetzt mit meiner Lesemonatszusammenfassung. Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare. Und wenn du auch ein Learning hattest zum Beispiel, schreib mir das ebenfalls super gerne. Ansonsten abonniere gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast. Lass mir ein Like und einen Kommentar da. Und dann freue ich mich, dich nachher bei einem neuen Video begrüßen zu dürfen und morgen natürlich auch wieder. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag.